Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA, The Ballad of Gay Tony, mit dem Springaffen Luis und mir, dem Pete. Vielen Dank fürs Einschalten. Lass mich raten. Ah doch, wir haben ja ein Auto. Klar, wir haben ja unseren Blister kompakt, Junge. Alles safe. Ich brauche keinen anderen Scheiß von Henrique oder so. No, Sir. So, was könnten wir machen? Wir könnten zum Bulgarian gehen. Wir könnten Base Jumping betreiben. Das ist natürlich dummerweise alles auf einer unterschiedlichen Insel. Das heißt, auf jeden Fall ist Rumfahrerei gefragt. Wir könnten auch einfach wieder irgendwas mit Tony machen. Da hatten wir natürlich letztes Mal diesen nicht ganz unwitzigen Auftrag. Ich weiß es nicht, ohne Scheiß. Na komm, lass Tony nehmen. Ja, den anderen Kram können wir ja immer noch machen. Und ich hoffe, dass ich nicht die Hauptstory beenden kann, bevor ich hier Bulgarian nicht weitergemacht habe. Yay! Right now. Heute war es sehr witzig. Heute ist für mich Freitag gerade beim Aufnehmen. Unsere WhatsApp-Gruppe zu lesen. Weil am Samstag, also aus eurer Sicht heute, hammer kompliziert, sind ja vier von uns im Movie Park. Warner Brothers Movie World hieß das früher. Ich weiß nicht, irgendwie Movie Park irgendwas heißt das heute. In Bottrop-Kirchhellen, so ein Vergnügungspark. Mit ganz vielen filmthemenbasierten Attraktionen. Da war ich früher mit der Schule, glaube ich, schon ein paar Mal und auch so. Ich war jetzt schon ewig nicht mehr im Vergnügungspark. Ich würde auch gerne mal wieder in den Vergnügungspark gehen, aber da ist ja so ein Tuber Day irgendwie sowas. Also, da sind wohl relativ viele Leute, die halt auf YouTube so Quatschvideos machen wie wir. Und da hattet ihr, ja, jetzt muss ich leider schon in der Vergangenheit reden, da hatten Zuschauer, die das interessiert, die Möglichkeit vorbeizuschauen zu einem vergünstigten Preis und Eintrittspreis. Nicht, dass da irgendwann an uns gegangen ist oder so. Ich meine, verkackte Vergnügungspark ist ja immer arschteuer. Und ja, da konnte man dann die Jungs treffen. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. Oh, jetzt will ich eigentlich noch weiter erzählen. Aber jetzt sind wir schon bei Tony. Weil ich habe noch gar nicht erzählt, warum das witzig war, heute die WhatsApp-Gruppe zu lesen. Aber egal, das ist jetzt ein Cliffhanger. Darüber, da reden wir später nochmal drüber. Mal gucken erstmal, was Tony jetzt will. Yo, T. Where have you been? I got here as soon as I could, bro. Oh, man, Louise Gracie. Louise Gracie. What about Gracie? They got Gracie. She's gone. Evan's dead. Hell, Gracie. Fuck Evan. Who's got Gracie? I don't know. So what are you talking about, bro? Where is she? Some guy's at war with her father, I guess. I don't know. Hey, Gracie's pretty tough. She's a princess. She's a tough princess. Oh, they fucking hurt her. Yeah, they'll have you, me, and my family to deal with. You never liked her. You never did. You never liked anyone. That's not true. I like her. No, you didn't. She's my favorite go-kart. Oh, and what makes you so good, huh? If it wasn't for me, you'd be selling dime bags on a street corner. I made you. Yeah, and she and Evan made you into a junkie, okay? I mean, she's not a bad person. Okay, she's not a murdering, greedy psychopath like me. She's so hard. You know, if you can get past the accent, okay? But she made you into a useless old queen, too whacked out on blowing pills to notice his business is going to shit. Oh, here we go, huh? Here we fucking go, huh? Oh, I see it in your eyes. You're embarrassing me. You see me and think, oh, this is it. This is the moment to put me down. This is the moment when the apprentice takes over, huh? Oh, man. You think I'm done? You're not so fucking tough, Luis. And you're not so smart, you dumb junkie. Fuck. Yeah, fuck you, Luis. Come on, Tony. Chill out. Oh. No, you're right. You're right. You're not the one with the problem. I am. Tony, what the fuck are you doing? No, I'm holding you back. I see that now. I see that now. The closest thing I've ever had to a son. I'm sorry, Luis. I love you. Tony. Goodbye. Tony, come on, man. Goodbye. I love you. Shit. Fuck. The fuck is wrong with you, you dumb prick? Alter. Get up. Get up so I can kill you myself. Get up. Okay, okay. I'm sorry. I'm sorry. I just couldn't take it anymore. Come on. Get up. Get up, you old bastard. Oh. Huh? Let's go find Gracie, okay? Okay. Der Typ ist einfach nur fertig, der riecht mich hammermäßig auf, ohne Scheiß. Shit,
Luis. Aber schöne Selbstdefinition, die Luis da gerade gegeben hat. Greedy murdering psychopath. Oh, mein Blister. Okay, vielleicht, ja, mal gucken, die reden jetzt wahrscheinlich mir sofort sowieso wieder dazwischen. Auf jeden Fall, oh, verdammt! Ups. It's a big city, so. Diese Karre. I may be semi-suicidal, but I'm not completely stupid, Luis. You ain't even semi-suicidal, dude. You're just overdramatic. I wouldn't be surprised if that gun was just a movie prop. We've been in enough shit recently for me to carry something a little bit more dangerous than a prop gun. You think you know enough with all the shit we've been in to take the safety off a gun before you use it? I'll get a post-it note for the next time. Disengage before suicide attempt. Self-indulgent cry for help, you mean? Okay, I need your help, Luis. You're all I've got left. You happy now? I said it. Well done. You win, jackass. Okay, bro. Where are we looking for this girl? There's some lowlifes and dukes who might be involved. Losers even by current mob standards, which is saying something. You from Dukes, ain't you? I try to forget about that. Great. So we head over there and do what? Land on the roof and ask them where they got Gracie? We just got to follow them. See if they take us anywhere interesting. Okay, bro. Let's hope for the best. Who knows what they could have done to that girl? She could be dead at the bottom of the West River now. Or she could be driving some son of a bitch kidnapper crazy. Who wouldn't waste that nasal whining voice on the worst guy out there? Gracie's got my backing over some chump hoof from Dukes. Right, that could be the smart man. The old man said something interesting to me, by the way. Oh, yeah? What'd he say? That he's blaming us for this whole thing. Either we get her back, or we're dead. That's definitely how the fuck? Did he get that in his head? I barely know the girl. It's the diamonds, Lou. Rocco's had a word with him. Motherfucking Guido Hedge, cabrón. Shit, Rocco just forwarded me a photo of Gracie. They've gagged her. I bet they have. Bro, I want to gag the bitch most times I see her. Joking, man. I was joking. Here's the Ancelotti chopper. Let's not screw it up as well. Ach ja, jetzt müssen wir quasi Nico irgendwie hinterher, oder was? Alles klar. I like it. Ah nein, ich muss wieder Helikopter fliegen. I don't like it. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe Angst. Ah fuck, ich drücke immer die falsche Taste. Wieso muss das bei Far Cry E sein und hier F? Es ist ja nicht so, als wenn ich das nicht ändern könnte oder so. Oh fuck, wo ist denn Tony? Tony, wo bist du? Tony, what the fuck? Der schwimmt da gerade. Ohne Scheiß, Tony, willst du mich verarschen? Wie vollgepumpt mit verkackten Drogen bist du bitte, dass du jetzt gerade unter diesem verkackten Pier schwimmst? Gehst du wenigstens die Leiter hoch? Bitte sag mir, dass du die Leiter hochgehst. Komm schon, Tony. Nein! Ah, fuck. Erstmal Tony eine geben. So. Jetzt folge mir die Leiter hoch. Tony, du behindertes Stück Kot, was soll das? Wie hast du das überhaupt geschafft, da runterzufallen? Ich raste aus, Leute. Ich raste aus. Ohne Scheiß, wie hat er das geschafft? Kann mir das mal bitte jemand sagen? Moment, ist der meine Höhe? Ja, der ist sogar über... Ach ne, Quatsch, ich werde zu dem Helikopter geführt natürlich gerade. Ja, steig wieder in den Helikopter. Ja, dann mache ich das und dann ist fucking Tony wieder da unten. Ja, ne, hat er sich teleportiert? Okay, hammergeil. Teleportieren ist gut. Ich hätte mich... Oh, Scheiß, ey. Oh Gott, ich raste aus, ich raste aus. Du hast Tony zurückgelassen. Oh, oh, oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Tony ist gestorben. Wie ist der zum Teufel gestorben? Tony riecht mich auf. Obwohl das nicht mal vom Spiel vorgesehen ist. Wie sehr er mich verfuckt nochmal aufregt. Ich fahr da runter. Jetzt muss ich hier wieder losfahren. Muss ich mir jetzt nochmal den ganzen Scheiß anhören, den die dazu sagen haben? Bitte, bitte nicht, ey. Ohne Witz. Ja, wobei, die sagen dann ja meistens immer was anderes. Ja, guck mal da vorne. Das Ding ist immer noch kaputt. Let's hope so. Calm down now, T.
Of course I'm calm. I'm really calm. Why wouldn't I be calm? I don't know. You did just point a gun at me. You nearly just shot yourself. That? Oh yeah, I'm cool. Mellow. Good. Because we're gonna need to really hold shit together for a while if we wanna survive this shit. What do you mean? If we're going to get Gracie back? I wasn't talking about that. I mean, I really wanna get Gracie back. But at the end of the day, that ain't our main problem. But we've gotta get her back, all right? What I'm saying is there are bigger problems we gotta deal with. If Gracie came back tomorrow, we'd still be looking down the gun. We got debts. Who knows how many people want us dead? At some point, we're gonna have to start getting selfish. Who cares about us? Gracie's safety has got to be our priority. She's an innocent. An innocent? Come on, Dick. But that's one of the biggest mobsters in the city. He runs a family. Can he handle this? He's blaming us, Lou. He's doing what? The diamond. He says it's got something to do with the diamonds and Gracie hanging out with us. He's holding us responsible for the whole fucking mess. What about that fucking greasy cabrón Rocco? He should be taking the shit for this. It ain't us, T. They look after their own. Fuck! Shit! I just got forward a photo of Gracie from the kidnappers. The girl does not look good. Was wir geschickt haben. Who knows? Bound and gag? Might be the look for Guido Sluss next season. Anyways, look at the bright side. At least she's alive. This is where they keep the chopper. Okay, Tony, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn du das jetzt wieder schaffst, da runterzufallen, ne, dann muss ich dich leider töten. Ohne Scheiß, wo bist du? Da bist du. Und jetzt gehen wir hier hoch. Schaffst du das? Ja. Und jetzt gehen wir hier in den Helikopter rein. Sehr gut, genau so sollte das passieren. So. Mal gucken, ob die jetzt immer noch labern. Ich hoffe mal nicht. Worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte, ist dieses YouTuber-Treffen. Alter, ich hasse euch! Strangely, I am. Now that I've realized I'm being blackmailed into doing this, it's become a lot clearer. Great. How are we gonna get out of this, Tom? What? All this shit piling down on top of us. How are we gonna get out? Have we got a plan? I don't know. We can play the lottery, start a little Ponzi scheme, buy some cheap diamonds and try to sell them at a profit. Oh, wait. We've tried that, and it's not going so well. Fair enough. You could marry a billionaireess. That might get us out of our problems. Oh, yeah. I've already been pimped off once, D. And I nearly got killed because of it. I'm serious, Lou. Most of the girls in the city have fallen in love with you at least once. How come you can't manage to find a rich one? Because I ain't like that. I wish I had your principles, genius. That's the house up there. Oh, and what? Wieso mussten wir denn dafür einen Chopper nehmen? Darf ich das mal fragen? Ah, guck mal, den kennen wir doch auch. Muss ich den jetzt verfolgen oder was? Was muss ich tun? Ja, machen wir. Wieso wird denn der mir nicht angezeigt? Oh, oh. Ich sehe ihn nicht. Okay, da. Could be Algonquin. Could head all the way over to Alden. He might not be going west at all. Might be heading over to the Eastboro Bridge so he can get himself up to Bohan. Fuck! Might just be heading down the block for a slice of pie. Shit! Okay, okay, I take your point. If you see him stopping, let me know. You'll see him stopping too, bro. You ain't going to sleep on me, are you? You think I could go to sleep in a moment like this? What? You ain't got your pills? No, I don't actually. I didn't even take an anti-anxiety, and you know how I feel about flying. You'll throw a guy out of chopper, but you won't go for a ride in one? You should have shared your anti-anxiety. Fuck, wo ist denn der Wachser? Wachser? Auch nicht schlecht. No amount of pills would prepare you for that. Don't fuck with the Thorny Prince Empire, baby. That's what's up. Public relations at its finest. If we could throw every fucking blogger out of chopper, bro, keep them fools in line. We could start an outsourcing company. We'd be rich overnight. Strangely enough, that's exactly what we need to be. Stop driving suspiciously, Lou. He'll get wise to us. Get wise? What are we, in some gumshoe novel now? I'm driving as unsuspiciously as you can when your boss only forked out for a weekend helicopter course. If he's getting wise, it's because you're a tight ass. Anti-Semitic now? Nice. Next you'll call me a fed. Oh yeah, play the minority card. Very clever. He's cutting back on himself. I thought he was heading west. Well, now he's heading east. We won't lose him, man. We're cool. Come on, you dumb dukes fuck. Take us to her.
loud enough, he might just hear you. Maybe if we concentrate hard enough, we can will him to go there. Don't get over that spiritual shit when you stop dating the yoga instructor. There are things that stick with you forever. Like the fact that he could get his ankles around his ears and he ate a lot of mung beans. That image is gonna stick with me. Where's the hint? Where are these guys from? Where is he gone? Where the fuck has he gone? Ohne Scheiß, wo ist er? Ich hab den verloren. Fuck. Fuck. Ohne Scheiß, wo ist denn der hin? Ja, ich weiß, dass ich den verkackten Kidnapper verloren hab. Huh. That guy could be anywhere now. Poor little Gracie. So what if we lost them, man? They're gonna put in a ransom demand and that Salario pay up. I'll see you soon, okay? Das war jetzt nicht wirklich der Plan, oder? Darf ich das bitte nochmal versuchen? Müsste da jetzt hier irgendwie noch 20.000 Zwischensequenzen machen? Oh Mann, wie ärgerlich einfach nur. Ich weiß nicht, wo der da hin ist, ey. Der ist auf einmal irgendwo abgebogen und dann konnte ich die Feststelltaste auch nicht mehr drücken, weil die funktioniert wohl nur, wenn er in deinem Sichtfeld ist, was natürlich super ist. Dann brauche ich die verkackte Feststelltaste auch nicht mehr, ganz ehrlich. I think that's their car, Louis.